Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Marchip TV. Vorneweg möchte ich nochmal sagen, dass ich dieses Video relativ spät wieder aufnehme. Ja, dieses Thema ist mir wieder ein bisschen später eingefallen und nachts kommen mir immer so die Ideen, was für Videos könnte ich drehen, und da passt dieses Video ganz gut. Das, was Außergewöhnliches für mich ist, klar, manche denken sich, what the fuck, das ist ein Spieler, der aus, keine Ahnung, aus einer ganz komischen Nation vielleicht kommt, aus deren Sicht, wo Fußball jetzt auch eine Bedeutung hat, aber wo man das natürlich nicht viel vergleichen kann, wie zum Beispiel in Spanien, in Deutschland oder auch in Frankreich oder England. Allerdings möchte ich gerne die Geschichte dazu erzählen, wie das Ganze zustatten kam und wie der Kontakt auch zu ihm hergestellt wurde. Man muss einfach sagen, allgemein feiere ich sowas, wenn ich solche Leute treffe, die wirklich schon etwas auch erreicht haben in ihrem Leben und dieses Ziel Profi werden auch schon ein Stück weit erreicht haben, weil der gute Junge, der hat es jetzt schon geschafft, in der viertgrößten Liga in Deutschland zu spielen, nämlich Regionalliga Nord. Und so wie es aussieht, geht es steil nach oben, da er wirklich ein gutes Talent besitzt. So wie er mir es selber auch schon erzählt hat, ist alles momentan relativ gut und er hat wirklich das große Ziel, später ja Bundesliga oder Premier League zu spielen. Und unrealistisch ist sowas jetzt nicht unbedingt. Und als, ich sag mal, Ausländer bzw. Flüchtling ist es ja vielleicht auch ein Stück weit einfacher, Profi zu werden. Nicht, weil sie jetzt aus einem anderen Land kommen, sondern einfach, weil sie auch mehr Zeit haben und nebenbei halt auch nicht viel Schule machen müssen. Er zum Beispiel muss in der Schule Deutsch, ja, lernen und Mathe, mehr nicht. Hausaufgaben und so weiter, klar kann das ja mal passieren, dass sie da was bekommen, aber sie haben natürlich die Möglichkeit, viel zu trainieren, viel einfach durchzuziehen und solche Sachen halt zu erreichen. Aber da erkläre ich euch später noch so ein bisschen was. Ich möchte ja erstmal erzählen, wie das Ganze ja begonnen hatte. Man muss sagen, dieses Gespräch, was ich jetzt gleich aufzählen werde, war letzte Woche, Mittwoch, glaube ich. Genau. Also, wir haben so ein Projekt, wo wir verschiedene Länder halt vorstellen sollten, und dazu haben wir dann halt eine Gruppe bekommen von, ja, Jungs und Mädels, die dann mit uns am Tisch saßen und irgendwie Tee getrunken haben, was halt typisch hier in Norddeutschland ist. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich dann bei Gambia drinne war. Am Anfang habe ich mir so gedacht, ja, muss das jetzt unbedingt sein, sowas? Hätte man das nicht vielleicht am Ende des Jahres machen können? Nee, man hat es dann halt jetzt gemacht, und ich muss sagen, es war wirklich einer der geilsten Erfahrungen, die ich auch gemacht habe irgendwo. Allein, weil man diese Person dann auch kennengelernt hat. Natürlich, der andere, der auch dabei war, der war auch ganz korrekt. Aber für mich ist es halt nochmal was anderes, wenn jemand wirklich nur über Fußball redet, weil wir haben wirklich ungelogen wahrscheinlich eine halbe Stunde ununterbrochen über Fußball geredet, obwohl wir andere Fragen stellen sollten, um halt das Plakat bzw. die Präsentation später dann richtig vorzustellen. Naja, sorry. Und ja, wir haben halt fast nur über Fußball geredet. Und ich hätte niemals erwartet, dass wir wirklich so einen dann halt auch treffen. Und mittlerweile haben wir auch sehr guten Kontakt. Wir schreiben sehr oft und wollen uns dann jetzt demnächst auch mal öfters treffen. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, können wir vielleicht ein paar Fußball-Challenges aufnehmen. Ich kann ja erstmal so ein paar Fakten nochmal zu ihm sagen. Also er ist momentan Gambischer, ich weiß nicht, Gambischer, sagt man das so? Auf jeden Fall ist er U19-Nationalspieler in Gambia, steht momentan kurz bevor, in die A-Nationalmannschaft zu kommen, was richtig heftig ist. Ja, und er spielt momentan bei VfL, sag ich schon, VfB Oldenburg, ja. Liebe Freunde, Oldenburg ist ja so ein Thema, ist ja unser Lieblingsverein hier im Norden. Und genau dort spielt er und spielt momentan A-Junioren-Bundesliga, wenn ich mich nicht
täusche, ich weiß es nicht ganz genau mehr. Ich habe das alles vergessen. Auf jeden Fall irgendwie A-Junioren-Bundesliga war das mit Oldenburg oder zweite Liga. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas war das halt. Und ja, dann hat er mir erzählt, wie oft er auch trainiert so in der Woche. Und er hat einfach so viel Zeit und kann das Ganze dann halt auch rein investieren. Und vor solchen Leuten habe ich auch Respekt, dass sie sowas packen. Und wenn man dann auch noch das Glück hat und mit so einer Person die Nummern austauscht, dann könnte man ja wirklich später was Gutes aufbauen. Freundschaftlich vor allem. Und vielleicht auch in Richtung YouTube, dass man da vielleicht ein paar Challenges aufnimmt, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe. Also für mich war das wirklich eine geile Erfahrung und ich hoffe mal, dass da noch viel mehr entsteht und dass er, vor allem er, auch diesen Schritt packt, Profi zu werden, obwohl er das jetzt ja momentan ja eigentlich schon fast ist. Mit vierte Liga kann man ja schon sagen, ist schon professionell. Aber immerhin, vierte Liga ist schon geil. Ne? Das muss man wirklich mal gesagt haben. Ja. Ich überlege gerade, was man noch sagen könnte. Ja, über das Gespräch. Ja, ich war relativ zögerlich, was das angeht mit den Nummern. Ich wusste nicht, ob ich das wirklich ansprechen sollte, weil wir sollten ja eigentlich nur mit denen reden und dann war es das. Aber das Gespräch hat sich dann so gut aufgelockert, dass er mir dann seine Nummer gegeben hat und auch der andere, der jetzt wirklich auch voll korrekt war, wie gesagt, aber ja, ich weiß nicht. Ich will dann doch lieber mehr Kontakt zu dem anderen haben, der ja fast Profi ist, sagen wir mal so, beziehungsweise er ist ja Profi. Ich würde jetzt auch gerne Bilder von ihm zeigen, weil das stimmt ja wirklich alles, was er gesagt hat. Aber ich möchte das jetzt ungern machen. Ich weiß nicht, ob ihn das was ausmacht oder so, wenn er das Video jetzt zum Beispiel sieht. Ich weiß nicht, ich lasse das einfach. Auf jeden Fall habe ich dann ein Bild gesehen, wo er für die gambische Nationalmannschaft gespielt hat, wo dann auch sehr viele Fans zu sehen sind und natürlich habe ich dann gesehen, wie er in Oldenburger Kleidung trainiert hat. Also das stimmt schon alles, was er gesagt hat, was mich dann im Endeffekt wirklich schon ein bisschen gewundert hat, dass er wirklich die Wahrheit spricht, weil sowas kann man ja mal schnell labern, was das Zeug hält, aber er meint das wirklich ernst und das wäre richtig geil, wenn wir da was aufnehmen könnten mit ihm. Das wäre mega geil und da hätte ich richtig Fun drauf und Rossi auch und der will bald dann mitmachen, weil wir treffen uns immer, um Fußball zu spielen. Deswegen kann das ja alles gut laufen. Mal gucken. Erstmal schauen, wie es jetzt demnächst aussieht. Treffen erstmal auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Ja, wer weiß, vielleicht kann er uns ja auch empfehlen bei VfB Oldenburg, ne? Und dann sind wir auch dabei. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Der Zug ist bei uns definitiv abgefahren. Aber bei ihm ist es ja noch möglich. Und ich wünsche ihm das sehr. Wirklich, ich wünsche ihm das vom Herzen sehr und das wäre richtig geil, Mann. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Fußballprofi, der dann auf einmal Millionen verdient und das ist ein Kumpel von euch. Das ist doch heftig, oder nicht? Das ist geil. Naja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen viel zu. Ja. Es ist ein bisschen viel auf einmal, würde ich mal sagen. Ganz langsam. So. Genau, was wollte ich denn noch sagen? Ja, stimmt. WM-Qualifikation hat er auch gesagt, fängt bald an. In 1 bis 2 Monaten, glaube ich, knapp. Und dadurch, dass er bald bei der A-Nationalmannschaft dann vorhanden ist oder dort spielt, kann es ja auch mal sein, dass er dann auf Aubameyang trifft von Gabun und sowas, ey. Oh Mann. Ihr merkt, ich bin einfach mega froh, diese Begegnung gehabt zu haben. Also, Wahnsinn. Also ich lecke jetzt hier auf hier vom PC, es ist einfach krass, weil das einfach so cool war und das ist immer noch so cool. Es fühlt sich einfach so geil an, dass ich das mal miterleben darf, sowas, ne? Dass ich mit einer Person, die wirklich dieses Ziel hat, Profi zu werden und kurz bevorsteht, dass man da mit so einer Person Kontakt hat, das ist schon Wahnsinn. Naja, Leute, ich will nicht weiter schwärmen. Wenn ihr noch ein Video davon sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, dann mache ich vielleicht noch eins. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir haben es jetzt Dienstag nachts und ich habe das Video einfach mal gedreht, aber mein Gott, ich wollte das jetzt eben drehen und ich werde es auch direkt hochladen. So, ich würde sagen, bis denne. Wir sehen uns Donnerstag wahrscheinlich wieder. Genau. Tschüss.